Hey Freunde, lasst uns einen Blick auf sportliche Uhren zwischen 2000 und 3000 Euro werfen. Das ist ein guter Preispunkt, wenn man nach individuellen Designs mit hochwertigen Uhrwerken von eigenständigen Marken sucht. Die erste Uhr in unserer Liste ist die Union Glashütte Belisa Datum Sport. Diese Uhr ist Union Glashüttes Antwort auf die steigende Nachfrage nach Luxus-Taucheruhren und erfüllt die mannigfaltigen Anforderungen mit Bravour. Mit sportlicher Präsenz am Arm trumpft der Zeitmesser mit einer drehbaren Lünette aus Saphirglas auf. Dies macht sie nicht nur enorm robust, sondern verhindert auch, dass die Leuchtmasse mit der Zeit ausbleicht und abschwächt. Das hochwertig verarbeitete Gehäuse sowie das Armband verfügen über überwiegend satinierte Flächen, welche Kratzer besser tolerieren. Einige polierte Elemente verleihen der Uhr trotzdem eine gewisse Eleganz. Die verschraubte Krone liefert 200 Meter Wasserdichtigkeit, das handveredelte Uhrwerk kann durch einen Glasboden bewundert werden. Neben dem Edelstahlarmband ist zudem ein Textilband im Set enthalten für die flexiblen Looks. Die Union kostet 2150 Euro UVP, hat ein UNG 07 SI Automatikuhrwerk mit 60 Stunden Gangreserve verbaut. Das Edelstahlgehäuse misst 45 mm im Durchmesser, 12 mm in der Höhe und 52 mm von Horn zu Horn. Außerdem haben wir ein Saphirglas aufgebaut und wie angesprochen 200 Meter Wasserdichtigkeit. Weiter machen wir mit der Longines Legend Diver 42 mm. Die Legend Diver Watch huldigt der Geschichte der Herstellung professioneller Taucheruhren von Longines. Das Gehäuse des Zeitmessers ist aus Bronze gefertigt, sodass die Uhr über die Zeit eine einzigartige Patina entwickelt und zum Unikat wird. Der Gehäuseboden besteht aus Titan, um Abfärbungen auf den Arm zu vermeiden. Ein weiteres Highlight ist die innenliegende Taucherlünette, die mithilfe der zweiten Krone zur Messung der Tauchzeit eingestellt werden kann. Die Longines kommt mit einem Automatikuhrwerk, dem L888, mit 72 Stunden Gangreserve daher. Das Gehäuse besteht wie gesagt aus Bronze, misst 42 mm im Durchmesser, 12,7 mm in der Höhe dank des aufgebauten Saphirglas und hat Lack-to-Lack 52 mm abgemessen. Wir haben ein Saphirglas aufgebaut, sodass man sich auch da um Kratzer keine Gedanken machen muss. Der Legend Diver kostet 2750 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Alle Uhren in diesem Video könnt ihr natürlich auch auf unserer Website www.alter.de entdecken. Wenn ihr Rückfragen habt oder euch von Alter beraten lassen wollt, dann folgt einfach dem Link unten in der Videobeschreibung. Weiter machen wir mit der Tag Heuer Aquaracer Professional 300. Wer sich auf der Suche nach einer echten Taucheruhr im entsprechenden Preissegment befindet, kommt um die Tag Heuer Aquaracer schwerlich herum. Als eine der ikonischsten Kollektionen des Hauses erfuhr sie im Jahr 2021 ein vollständiges Redesign. Ecken, Kanten und Facetten sowie eine Satinierung machen sie nun zweifelsohne als echte Toolwatch erkenntlich. Ein Farbakzent verleiht dem Blatt Lebendigkeit. 300 Meter Wasserdichtigkeit und eine verschraubte Krone eignen den Zeitmesser zudem auch bestens für professionelle Tauchgänge. Die Uhr kostet 2850 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Tag Heuer verbaut hier das Automatik Kalibre 5 mit 38 Stunden Gangreserve. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und misst 43 mm im Durchmesser, 12,6 mm in der Höhe und 50 mm Lug-to-Lug. Das aufgebaute Glas besteht natürlich aus Saphir und die verbaute Lünette ist aus Keramik. Wenn euch das Video bisher gefällt und ihr in Zukunft mehr solcher Inhalte sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert idealerweise auch die Glocke. Weiter geht's mit der Oris Aquis Date Kalibre 400. Ausgestattet mit dem Kalibre 400 hebt Oris ihre beliebteste Taucheruhr auf eine neue Stufe und setzt neue Standards. Als unabhängiger Hersteller entwickelten sie im Jahre 2020 ein eigenes Uhrwerk, welches auch in der Aquis Taucheruhren-Serie zu finden ist. 10 Jahre Garantieleistung anstatt der industrieüblichen 5 Jahre zeugen von Vertrauen in ihr Schaffen, ebenso wie 10 Jahre empfohlenes Serviceintervall. 120 Stunden Gangreserve überbieten ebenfalls die sonst üblichen ca. 72 Stunden. Schock- sowie Magnetfeldresistenz machen diese Uhr zu einem echten Kraftpaket.
Eingekleidet in das typische Gehäuse der Aquis überzeugt das Uhrwerk zudem durch eine praktische Datumsfunktion. Ein Farbverlauf auf dem Ziffernblatt sowie eine glänzende Keramiklünette machen diese Uhr zu einem Hingucker mit Präsenz am Arm. Die Oris Aquis wird angeboten für 3000 Euro UVP. Verbaut ist das Oris Calibre 400 mit 120 Stunden Gangreserve. Das Edelstahlgehäuse misst 43,5 mm im Durchmesser und 50 mm von Horn zu Horn. 300 Meter Wasserdichtigkeit und ein verbautes Saphirglas runden diese Uhr ab. Die nächste sportliche Uhr in unserer Liste ist die Nomos Glashütte Ahoy Atlantic. Inspiriert von dem Klassiker der Tangente, kreieren die Ahoy-Modelle eine perfekte Symbiose zwischen Sportlichkeit und Eleganz. Nicht nur setzen Ziffern und Zeiger farbliche Akzente, sondern auch das Ziffernblatt präsentiert sich in einem kräftigen Atlantikblau. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch ein wasserfestes Textilband, ein automatisches Manufakturkaliber und eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern. Die Ahoy bietet Nomos für 3.140 Euro an, verbaut ist das Manufakturkaliber, das DUW 5001 Automatikwerk mit 44 Stunden Gangreserve. Das Edelstahlgehäuse misst 40,3 mm im Durchmesser, flache 10,6 mm in der Höhe und 51 mm von Horn zu Horn. 200 Meter Wasserdichtigkeit und ein kratzresistentes Saphirglas runden auch das letzte Modell unserer Liste heute perfekt ab. Wenn du 3000 Euro für deinen nächsten Uhrenkauf zur Verfügung hättest, welche Uhr würdest du wählen? Schreib's unten in die Kommentare. Wenn du 6 hervorragende Chronographen kennenlernen willst, dann klick am besten hier. Ansonsten hoffe ich, dass du den Kanal abonnierst und viel Spaß bei dem Video hattest. Lass uns gerne ein Like hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Benedikt.